Na, wie kommt man aufs Thema Stadt? Ich selber habe Anfang der 90er Jahre erst in Mitte ein Haus besetzt. Das heißt, das war sozusagen ein rundum städtischer Aneignungsprozess, ja, wo wir uns mit Eigentumsfragen beschäftigt haben oder auch mit Fragen, wie wollen wir eigentlich wohnen. Ich habe dann lange Zeit in Prenzlauer Berg gewohnt, gerade zu der Zeit, als da die großen Sanierungs- und Modernisierungsprogramme gelaufen sind. Und das provoziert einfach, sich einzumischen. Prenzlauer Berg ist sozusagen das Musterbeispiel für so eine Gentrification in Berlin. Da hat man Anfang der 90er Jahre in einem völlig rotten und kaputten sozusagen Umfeld städtischer Situation, also viele Außentoiletten, Ofenheizung etc., viel Leerstand, gesagt, man muss die Stadt jetzt retten. Man hat Sanierungsprogramme aufgesetzt, hatte aber von Anfang an als Stadtregierung völlig klar für sich, dass man das nicht mit öffentlichen Geldern finanzieren will. Und dann fing die Stadterneuerung an. Es wurde modernisiert, das heißt, es ist Kapital eingeflossen in das Gebiet und die Eigentümer wollten das Geld gerne wiederhaben. Ja, also niemand investiert ja Geld ohne eine Profitaussicht. Und wie kriegt man im Wohnungsmarkt Gelder wieder, indem die Mieten steigen? So, und die Mieten sind so stark gestiegen, dass die allerwenigsten der bisherigen Bewohner in Prenzlauer Berg sich das leisten konnten. Die neuen Bewohnerinnen und Bewohner, die haben ganz andere Bedürfnisse, die haben vielleicht einen anderen Lebensstil, die gehören anderen Milieus zu und versuchen sozusagen ihre Vorstellung von dem, was gutes städtisches Leben ist, dann auch in dem Stadtteil durchzusetzen und können das auch durchsetzen. Ja? Wenn wir mal gucken, sozusagen sowohl von der Angebotsstruktur her, von der Internationalität der Angebote, sind ungefähr alle Stadtteile in Berlin internationaler und vielfältiger als diese homogene Mittelschichtstruktur, ja, die sich zwischen Bioladen, Pilates-Studio und gastronomischen Einrichtungen der Oberklasse etabliert haben. Von Gentrification sprechen, dann sprechen wir von Verdrängung. Wir leuchten damit immer die dunkle Seite der Stadtentwicklung aus. Ja, das ist sozusagen dann nicht mehr die Rettung der alten Stadt, das ist nicht mehr ein von allen gewünschtes Denkmalschutzprogramm, das ist keine notwendige Modernisierung, das ist keine von der Regierung begrüßte Reurbanisierung. Das macht auch den sozusagen politischen Streitwert des Begriffs aus, ja, weil es ein Begriff ist, der städtische Veränderungen, Stadtentwicklungsprozesse nach seinen sozialen Folgen für die Armen, für die Verlierer dieser Prozesse hinordnen. Ich bin ja 2007, nachdem ich da schon ein Jahr lang von den Bundesbehörden überwacht wurde, festgenommen worden mit dem Verdacht, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein. Und da ging es unter anderem darum, dass der Bundesanwaltschaft und dem Bundeskriminalamt, dass denen aufgefallen war, dass ich und noch ein paar Kollegen von mir Begriffe wie Prekarisierung und Gentrification benutzen in den Texten, die wir veröffentlichen, und dass diese Begriffe auch in Anschlagserklärungen einer militanten Gruppe Verwendung gefunden haben. Und die Begründung war, dass diese Begriffe Prekarisierung und Gentrification und noch eine Reihe von anderen Begriffen, dass die so selten sind, dass man eigentlich auf eine identische Autorenschaft schließen muss. Ja, und heute müsste man wahrscheinlich die halbe Spiegelzeit süddeutsche Redaktion verhaften, weil die auch alle diesen Begriff kennen und benutzen. Und das zeigt sozusagen relativ eindrucksvoll, also welchen Wandel der Begriff durchgemacht hat. Der Modeaspekt in dem Gentrification-Begriff, der hat sich in den letzten 5-6 Jahren tatsächlich durchgesetzt. Das ist zu so einem, dann ohne den Zusatz Soziologen nennen es, gebraucht worden, ist ein Eigenbegriff geworden, hat sich bis in die Überschriften hineingeschlichen. Das hat eine ganz reale Erklärung. Diese realen Veränderungen, die dahinter stehen, ist, dass das, was der Begriff meint, dass das ein Prozess ist, der in einem Großteil der deutschen Großstädte tatsächlich sichtbarer geworden ist, der größere Gebiete erfasst hat, der auch für einen größeren Teil von Stadtbewohnerinnen und Bewohnern akut geworden ist.
eigentlich mit der Jahrtausendwende ist Gentrification zu einer globalen urbanen Strategie geworden. Ja, also Gentrification, also die Verdrängung von ärmeren Haushalten, die ist nicht nur so ein Nebenprodukt, was irgendwie passiert, weil städtische Prozesse sich durchsetzen, sondern die ist das Ziel von städtischen Politik. Wir sehen es in vielen lateinamerikanischen Städten, ja, in denen sozusagen Neuerfindung des Centro Histórico in all diesen Städten genutzt wird, um sozusagen mit Tourismus Geld zu machen, was immer heißt, die bisherigen Bewohner, die sind fehl am Platze, die stören jetzt, die müssen verlagert werden, und genau das passiert in Rio jetzt auch, wenn wir uns die sozusagen Planung zur Fußballweltmeisterschaft im kommenden Jahr ansehen, ja, wo ja ganze sozusagen Siedlungen, ja, die dann immer so als Favelas, als so Armsiedlungen verrufen sind, aus den Innenstädten vertrieben werden, ja, und das hat keinen anderen Zweck, als sozusagen einerseits ein schönes, ordentliches Bild von Rio zu vermitteln. Man will sozusagen sich nicht als Armutsmetropole Lateinamerikas präsentieren, und das hat aber sozusagen auch ganz handfeste ökonomische Interessen. Wir haben es eigentlich mit einem politisch-ökonomischen Prozess, ja, der ganz gezielten, bewussten, gewollten Veränderung von Stadtteilen zu tun, und auf einer Effektebene, ja, verändert sich dann die sozialstrukturelle Zusammensetzung, verändert sich die Gewerbestruktur, verändert sich das, was die Leute schön und gut finden, wie sie den Stadtraum nutzen. Ja? Und ich bin sozusagen ganz stark dafür, dass wir sozusagen diese Prozesse in der Analyse und auch für politische Auseinandersetzung nicht umkehren, dass wir nicht sagen, da wo Galerien, Studenten und Bioläden aufmachen oder hinziehen, da haben wir ein Problem, ja? Sondern das Problem haben wir, wo es den politischen und ökonomischen Willen zur Inwertsetzung gibt, und zwar zu einer Inwertsetzung und zu einer politischen Aufwertung, die Verdrängung voraussetzt. Ja, wir können uns sozusagen nicht vorstellen, dass irgendjemand mit Wohnung Geld verdienen kann in einem Viertel, wo es viele Arme gibt, ohne die Bewohner auszutauschen. Gerade wenn wir nach politischen Strategien suchen, ist es viel, viel wichtiger, die politischen und ökonomischen Konzepte hinter der Gentrification zu demaskieren, offenzulegen und da auch unsere Strategien dran auszurichten.